Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Nicht mehr lange, genauer gesagt heute beginnt die Beta von World of Warcraft The War Within, wo theoretisch jeder teilnehmen kann, sofern er einen Beta-Zugang hat. Passend dazu hat uns gestern Blizzard noch mit einem offiziellen Trailer versorgt. The Harbinger of the Void has been revealed with Xalatath's dark plans set in motion. Her gaze now shifts to Azeroth's heroes and the struggles they face within. The War Within Beta arrives, das schreiben wir mal, today. Upgrade to the Epic Edition and gain Beta Access starting June 5th. Also wie ihr die Beta spielen könnt und so weiter, habe ich euch ja schon in einem anderen Video gezeigt. In diesem Video geht es einfach nochmal um den Beta-Trailer und ich würde sagen, den schauen wir uns jetzt in diesem Video mal an. Hört auf den Namen Shadow and Fury und bevor wir jetzt irgendwas machen, gucken wir uns das Ding erstmal an und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. For so long, I've watched you all. Your mortal struggles, your proud defiance, the loneliness you pretend not to feel. You cling to hollow faith that can't sustain you. You revel in power that cannot withstand what is to come. You convince yourselves that you are of purpose. That your great deeds can make a difference. But deep down, you know the truth. That when all your illusions are burned away, all that is left is your fury. And in the end, your glorious fury will be mine. Also alles in allem, sehr, sehr geiler Trailer, der definitiv Lust macht auf mehr. Allerdings nimmt uns Xalatath hier so ein bisschen die Hoffnung. Wir sehen die Figuren, die in The War Within eine Rolle spielen werden. Alleria, Anduin, Jaina haben wir am Start, Magni, wir haben Thrall am Start. Und letzten Endes sagt uns, oder geht es viel um, ihr habt Hoffnung, ihr habt Illusionen, ihr habt Glauben und so weiter, aber am Ende, wenn die alle weggewaschen sind, bleibt euch nur noch Zorn übrig und es werden damit so ein bisschen die Weichen gestellt. Ja, Xalatath ist sich ihrer Sache, würde ich schnell gesagt, sehr, sehr sicher und ich bin mal gespannt, wie sie das Ganze mit ihr aufziehen. Ich würde es, bin ich ganz ehrlich, gerade da wir ja jetzt diese Weltenseelen-Saga haben, also drei Addons, die aufeinander aufbauen. Und by the way, das Model von Xalatath sieht richtig, richtig gut aus. Ich würde es mal feiern, wenn wir in einem Patch mal nicht wirklich gewinnen oder auch nicht der Bösewicht fliehen muss oder sonst irgendwas. Wie das vielleicht mal, wo war denn das? Bei Gul'dan, glaube ich, wo der mit ins nächste Addon gezerrt wurde. War mal was anderes, aber ich würde es feiern, gerade weil sie sich dermaßen selbstsicher ist. Unsere Helden gezeigt werden, ja, die einer neuen Bedrohung gegenüberstehen. Wenn wir einfach mal ein Addon nicht gewinnen würden, wie das dann aussehen kann, das obliegt ja am Ende Blizzard, aber vielleicht sind es ja am Ende nicht der Bösewicht, der sich zurückziehen muss, sondern wir Helden und wir kassieren da eine schallende Niederlage. Fände ich ganz geil. Die Bedingungen sind, denke ich, über dieses Weltenseelensaga ganz gut gegeben. Also es heißt, je nachdem, welcher Bösewicht am Ende auf uns wartet, müssen wir das ja nicht alles sofort am Anfang wegpölen, sondern können uns auch durchaus mal erlauben, hier und da eine Schlappe einzustecken. Und ich bin ehrlich, für die Erzählweise von WoW würde ich das sehr, sehr geil finden. Wir haben einen Bösewicht jetzt, der sich sehr, sehr cool anfühlt. Nicht vergessen Iridikron, was der macht, der fehlt auch immer noch. Also die Chancen sind da.
hier jetzt mal wirklich einen Bösewicht richtig, richtig gut aussehen zu lassen. Und ich hätte da großen Bock drauf. Schreibt mir eure Meinung dazu sehr gerne in die Kommentare. Und damit danke fürs Zusehen. Was haltet ihr von dem Trailer? Was haltet ihr von Xalatath? Bis dahin, habt eine gute Zeit. Reingehauen.